Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liviana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was hat er vor? Warum ist wieder im Rückzug? Bleibt er bei seiner Frau oder hat er eine andere? All das klären wir bei dieser Legung. Dieses Legesystem heißt Wunschpartner Liebesorakel. Diese Karten zeigen deine Situation und hier gegenüber beschreibt ihn. Dein Gegenwart ist hier zum Sehen, diese drei Karten zeigen das. Die erste Karte symbolisiert eine Veränderung. Das heißt, es ändert sich etwas zwischen euch beiden und es ändert sich etwas in dein Leben. Hier diese Glücksklee zeigt, die Ereignisse sind gut. Dieser Hund symbolisiert Freundschaften. Die beiden Karten beschreiben, es ändert sich etwas in dein Freundeskreis. Was ihn betrifft, sind noch Unklarheiten, aber Veränderung kommt. Da ändert sich auch etwas und dann symbolisiert dieser Hund die Treue, seine Treue, bis sich alles aufgeklärt hat. Und du hast das Gefühl, er steht hinter dir, ist auch treu und habt ihr diese Wende und endlich kommen die Veränderungen. Das kann bis 6 Monate dauern. Das ist diese Zeitkarte. Heißt aber nicht, dass du bis dahin warten sollst, sondern in halbes Jahr sieht die Lage eurer Beziehung ganz anders aus, als du jetzt im Gegenwart erlebst. Seine jetzige momentane Situation zeigt diese drei Karten. Es verläuft nicht allzu harmonisch bei ihm zu Hause. Er hat schon Stress. Aber er setzt etwas in Bewegung und trifft schicksalhafte Entscheidungen. Im Gegenwart befindet er sich in dieser Kreuzung. Und bei dieser Kreuzung fragt er, wie geht es weiter? In welche Richtung soll er sich bewegen? Und was kommt als nächstes? Was erwartet dich? Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigen hier die Bilder. Du hast noch Angst. Du hast Angst, dass es beendet ist. Aber eine Überraschung kommt. Und es wird schön und angenehm sein. Das kommt wie ein Geschenk. Die beiden Karten zeigen dir zurzeit oder in die nächste Zeit Gewinnchancen. Weil die Fische symbolisieren das Geld oder jemand beschenkt dich mit etwas und das ist für dich wertvoll. Abgesehen davon hast im Finanzbereich auch gute Karten hier, obwohl du noch Angst hast. Diese Fische symbolisieren das Seelische auch und das ist auch schön und angenehm, weil ihr beide seid seelisch miteinander verbunden und er spürt deine Energie. Und das heißt mit anderen Worten, du brauchst gar keine Angst zu haben, weil ihr gehört zusammen. Es kann sein, dass Verzögerungen sind durch die Umstände, aber ihr habt einen guten Ausgang in die Liebe. Und jetzt betrachten wir das, was bei ihm kommt als nächstes oder seine Gedanken, seine Pläne, was er vorhat in die nächste Zeit.
Das zeigen diese Karten. Dieser Brief symbolisiert auch ein Dokument. Und das kann der Ehevertrag sein. Und das beendet er. Und das zeigt Scheidung. Und jetzt hat er die Kraft, das in Bewegung setzen. Und er wird diese Entscheidung auch treffen. Anderen Frau sehe ich bei ihm nicht. Und jetzt betrachten wir all das, was noch im Verborgenen liegt. Bei dir zeigen diese drei Karten. Dieser Anker symbolisiert Sicherheit, endlich angekommen zu sein, verankert zu sein. Und es war eine große Reise, eine Seelenreise. Und er ist da. Du bist bei ihm angekommen. Und das ist auch deine Hoffnung, ist aber auch seine Hoffnung. Weil dieses Schiff symbolisiert auch Hoffnung. Aber nicht nur das, sondern auch eine Reise. Eine gemeinsame Reise. Und Anker bedeutet oft auch Beruf und Berufung. Und das hängt mit dieser Reise zusammen. Vielleicht Arbeit im Ausland, aber mit ihm gemeinsam. Und jetzt betrachten wir das, was bei ihm im Verborgenen liegt. Du stehst hier im Mittelpunkt. Sonne zeigt auch Mittelpunkt, weil Sonne ist der Mittelpunkt unserem Sonnensystem. Und so sieht er das auch. Auch wenn er versucht, es noch zu verdrängen und liegt alles im Verborgenen, weil er spricht nicht darüber, du stehst hier im Mittelpunkt. Du bist ihm wichtig. Und wenn er etwas sagt, und dieses Bild symbolisiert auch Kommunikation, er sagt die Wahrheit, er betrügt dich nicht. Und was verbindet euch beide? Das ist die Ehe. Eine Ehe oder eine eheähnlichen Verbindung. In seelischen Ebenen, in Gefühlsebenen. Was die Liebe betrifft, seid ihr miteinander verheiratet. Aber im Alltag ist es noch nicht so weit. Aber diese Chance, diese Möglichkeit habt ihr. Und vor allem astrologisch sehe ich, dass in dein siebten Haus oder siebten Lebensbereich, was die Liebe symbolisiert, hast du einen Uranus-Einfluss und das bringt Umbrüche, Veränderungen. Und zurzeit auch ein Venus-Einfluss und das ist die Liebe-Partnerschaft, symbolisiert nämlich die Liebe. Jetzt befrage ich mein Pendel, hat er eine andere Frau? Oder interessiert er sich für eine andere Frau? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er hat eine andere oder er interessiert sich für andere. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er hat keine andere Frau im Kopf. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet so lala, er ist nicht abgeneigt. Hat er eine andere Frau? Die Antwort ist, so wie im Karten auch, nein, er hat keine andere Frau. Liebe Liviana, so könnte ich diese Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.